Ich habe Constable Hirschhausen gefragt, wann sind Sie hier eingetroffen? Vor etwa 3 Stunden. Und haben 2 Tote vorgefunden. Ja, Sir, sagte Hirsch. Er sah, wie die KT hinter dem Inspektor Flutlichter aufbaute. Haben Sie irgendetwas angefasst? Hirsch dachte zurück. Ich habe geprüft, ob Sie tot sind. Bin durch alle Zimmer gegangen, hab mich hingekniet, um unter die Betten zu schauen, habe Türen, Schränke und Schubladen geöffnet. Dann fügte er an, mit Handschuhen. Warum sind Sie das Haus durchgegangen? Hat man Ihnen nicht gesagt, dass Sie sich fernhalten sollen? Nicht zu diesem Zeitpunkt. Ich habe nach weiteren Opfern gesucht. Entweder war der Inspektor schwer von Begriff oder man hatte ihn im Dunkeln gelassen. Oder er war einfach nur ein Arschloch. Er klang verächtlich, wollte Hirsch Nerven auf die Probe stellen. Nach weiteren Opfern gesucht, aha. Und dann? Hirsch hielt sich an den Dienstjargon. Im restlichen mir verbliebenen Tageslicht habe ich die Schuppen und angrenzenden Weideflächen abgesucht. Er hielt kurz inne. Sir, wir werden bei Tagesanbruch eine Suchmannschaft brauchen. Ach, tatsächlich. Haben Sie bei Ihrer Suche irgendetwas gefunden? Nein, Sir. Und es ist Ihnen nicht aufgegangen, dass man hätte auf Sie schießen können? Ich wollte die vermissten Mädchen finden, Sir. Alwin brummte und wendete sich ab. Gute Idee, das mit dem Tatortband. Waren Sie das? Ja, Sir. Alwin klatschte in die Hände. Also gut, Detective Comyn wird Ihre Aussage aufnehmen. Wenn die KT Ihren Wagen und die Gegend drumherum kontrolliert haben, können Sie verschwinden. Sir? Sergeant Brandle, ich brauche den Kontakt in Sydney, dann können Sie ebenfalls verschwinden. Sir? Ich möchte, dass Sie beide heute Nacht am Telefon hängen. Wir brauchen Freiwillige aus der ganzen Gegend, um bei Tagesanbruch die Gegend abzusuchen. Wenn irgendeiner der örtlichen Viehzüchter ein Erkundungsflugzeug hat, umso besser. Ich werde sehen, ob das Fluggeschwader uns einen Hubschrauber abstellen kann. Sir, sagte Brandle. Constable Hirschhausen, Sie halten sich für eine Befragung irgendwann im Laufe des morgigen Tages bereit. Mordkommission, Sir? Keine Ahnung, wen die schicken. Zweiter Weihnachtsfeiertag. Hirsch, der noch ganz verschlafen war, ging im ersten Morgenlicht zwischen Martin Gwinney und einer Apothekerin aus Redruth namens Dahlia Paley das Bachbett entlang. Umherstreifende Reihen aus Freiwilligen hielten links und rechts von ihnen Schritt. Der Suchhubschrauber schnatterte über dem Mallee im Nordosten. Weitere Suchtrupps, die vom Haus an der Hamel Road starteten, suchten die trockenen Weizenflächen ab.